Und jetzt besuchen wir einen Baumhausbesitzer, der Mut zur Farbe und zu ungewöhnlichen Formen hat. Im Kampf mit dem missgünstigen Klabautermann schien es ihm unmöglich, sein Ziel zu erreichen. Doch die liebe Waldfee, die mit dem Flaschengeist verheiratet war, hatte Erbarmen und erfüllte ihm einen Wunsch. Nicht ganz so märchenhaft ist seine Geschichte, doch genauso fabelhaft. Als Hans-Martin Schemp 2008 die Anlage in Weil kaufte, um sie für Veranstaltungen seiner Stiftung zu nutzen, scheiterten seine ursprünglichen Umbaupläne. Doch inspiriert von seiner persönlichen Auszeit in einem Baumhaushotel, hatte er eine kreative Idee, die ihm wohl die Waldfee flüsterte. Und es war dann Oktober und es war grau und regnerisch und ich fand es super. Ganz toll. Und mit diesem Eindruck war es dann nicht schwer, als ich hier mitgekriegt habe, man darf hier nichts ins Landschaftsschutzgebiet verständlicherweise bauen. Dann habe ich mich daran erinnert und bin mit der Idee zum Bürgermeister, habe dem dann auch mal ein paar Konzepte gezeigt. Und wie gesagt, so kam es, dass wir jetzt hier in einem Baumhaus sitzen. Bis es aber soweit war, musste er und sein Team viel Geduld und Kreativität aufbringen. Vom Grundstückskauf bis zur Eröffnung im November 2018 vergingen immerhin 10 Jahre. Der jetzt 69-Jährige wollte nie Hotelier werden, hatte aber mit dieser naturnahen Idee eine märchenhafte Vision für seine Gäste. Menschen suchen nicht immer nur den Trubel, sondern suchen auch die Stille und das Besondere. Das Besondere steckte er bei der Planung seines Baumhaushotels in jedes Detail. Asymmetrische Fenster und Baukörper, abenteuerliche Laufwege in den Baumwipfeln, ein kunterbuntes Farbkonzept und Räume ohne rechten Winkel. Hier werden Kindheitsträume wach. Mittlerweile genießen sogar Abenteuerlustige aus aller Herren Länder, ja sogar aus Saudi-Arabien, den besonderen Flair. Gut, dass bei der Planung nicht auf einen gewissen Standard verzichtet wurde. Wir hatten lange überlegt, ob wir eigentlich den ganzen modernen Schnickschnack, das alles Digitale und WLAN und so weiter und so fort, ob wir das hier umsetzen oder ob wir alles naturbelassen und sind dann aber doch gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, das gehört eigentlich heute mit zum Standard. Dass sich die Lichter und Heizungen per Handy steuern lassen, gehört also genauso zum Standard wie die voll ausgestattete Küche. Hausgeist inklusive. Wem der jetzt vielleicht ein bisschen zu gespenstig ist, kommt aber schnell wieder zurück in die Realität. Die Tür lässt sich nämlich per Fingerabdruck und nicht mit Simsalabim öffnen. Hey liebe YouTuber, hat euch der Inhalt von unserem Beitrag gefallen? Dann lasst uns bitte ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal und auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Viel Spaß!